zum digitalen Advent heute am 15. Dezember mit Verena und Ronja. Kommt bitte rein, wir sind heute in der KBST. Ganz viele erzählt, dass sie gar nicht in diesem Jahr richtig in Weihnachtsstimmung kommen. Und da wollte ich dich mal fragen, wie bist du schon richtig in Weihnachtsstimmung? Nee, noch nicht. Noch nicht. Was fehlt dir denn in diesem Jahr? Der Katasa-Winterzauber 2020. Der wird auch dieses Jahr leider nicht mehr stattfinden, ne? Was magst du denn so am Katasa-Winterzauber? Die Stimmung, die Lichter, den Geruch nach Glühwein und allgemein die Akustik. Die Akustik auch, ja. Du spielst ja auch Akkordeon auf der Bühne. Ja, jeden Donnerstagabend auf der Bühne und sonntags auch. Ja, okay. Fehlt dir sonst noch was? Der Geruch nach Weihnachten. Ja. Und wie ist es so mit den Lichtern und mit dem Schmuck? Das fühlt einen sehr, weil das ganze Atmosphäre war jeden Abend immer schön beleuchtet. Ja, das stimmt. Was mir gar nicht so richtig fehlt, ist so die Kälte. Wie ist bei dir das? Mir schon. Verena okay. Hat sich ein paar Tricks überlegt, wie man sich selbst zu Hause in Weihnachtsstimmung bringen kann. Bitte, Verena. Mir ist ein Teebeutel, der riecht nach einer Spekulatius und den macht man draußen. Den schneidet man hier unten auf und dann gießt man und macht man Eise, wie sie der Schnee als Beispiel. Und das riecht dann voll nach Weihnachtszeit. Genau. Du sagtest, der Weihnachtsschmuck fehlt dir. Ja. Da wollen wir mal schauen. Verena bastelt einen Stern aus Butterbrotstüten und dafür braucht man 7 Butterbrotstüten, die alle gleich so ausgeschnitten werden, wie zum Beispiel diese Schablone. Verena, du sagtest, dir fehlt noch die Kälte und der Schnee. Du hast dich ja schon vorbereitet. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Wir haben Kälte hier extra bestellt für dich. Dann würde ich sagen, nimm doch bitte mal Platz. Und jetzt kommt dein Schnee. Dies ist der Stern, das Experiment und wir wünschen eine schöne Adventszeit. Ich wünsche euch auch einen schönen Advent und viel Weihnachtsstimmung.